Eines Morgens öffnete Peter die Gartentür und ging hinaus auf die große grüne Wiese. Auf einem hohen Baum saß Peters Freund, ein kleiner Vogel. Wie still es ist, so zwitscherte der Vogel voller Fröhlichkeit. Aus dem Gebüsch am Zaun kam eine Ente angewatschelt. Sie freute sich, dass Peter die Gartentür offen gelassen hatte und beschloss, in einem tiefen Teich auf der Wiese zu baden. Als der kleine Vogel die Ente sah, flog er hinunter, setzte sich neben sie ins Gras und plusterte sich auf. »Was bist du für ein Vogel, wenn du nicht fliegen kannst?«, sagte er. Und die Ente erwiderte, »Was bist du für ein Vogel, wenn du nicht schwimmen kannst?« und stieg ins Wasser. So stritten sie miteinander, die Ente schwamm auf dem Teich und der kleine Vogel hüpfte am Ufer hin und her.